gewinnen und das können wir übertragen, um dann Prozesse und Technologie auf der Erde besser zu machen. Aber wir wollen natürlich auch an sich im Weltraum fliegen. Wir möchten ja irgendwann zum Mond, zum Mars wieder, wieder zum Mond, sorry, und dann auch das heißt, wir müssen verstehen, wie die Menschen längere Zeit in der Schwerelosigkeit aushalten können. Da gibt es nämlich sehr viel, was im Körper passiert. Over. Hallo Leon, das ist eine sehr, sehr gute Frage und da gibt es gar keine klare Antwort dafür, weil es passiert sehr viel im menschlichen Körper. Also am Anfang, wenn man hochfliegt ins All, dann ist einem natürlich so ein bisschen schlecht, so ein bisschen reisekrank ist man da. Das dauert, ja, je nachdem, vielleicht einen Tag, manchmal auch drei Tage. Dann gibt es aber auch die Flüssigkeitsumlagerung. Das heißt, die Flüssigkeit geht von den Beinen hoch, steigt dann in den Oberkörper und auch in den Kopf. Und bis man sich daran gewöhnt hat, das dauert circa zwei Wochen. Und dann gibt es andere Prozesse wie den Muskelabbau und Knochenabbau. Da gibt es eigentlich keine dauerhafte Gewöhnung, sondern da müssen wir Aktivitäten machen. Wir müssen jeden Tag zweieinhalb Stunden Sport machen, um diese Veränderung des Körpers aufzuhalten. Dann gibt es noch weitere Veränderungen, aber das wissen wir noch gar nicht genau, wie lange das läuft und was alles da läuft, wie zum Beispiel auch das Immunsystem verändert sich in der Schwerelosigkeit und das ist gerade Gegenstand der Forschung. Also eine ganz tolle Frage. Also meine Familie hat sich natürlich super gefreut, dass ich hier hochfliege, aber meine Mama hat sich natürlich auch Sorgen gemacht. Ist aber normal, dass sich die Mama um einen kümmert und Sorgen macht. Aber ich bin momentan eine Frage, weil wenn ein Loch oder ein Riss in der Außenwand ist, dann hätten wir ein Riesenproblem, dann würde unsere Luft entweichen und draußen ist ja Vakuum, das heißt, es wäre direkt eine Lebensgefahr für uns. Deswegen sind wir dafür ausgebildet und das allererste, was man merkt, ist, dass einem in die Ohren so ein kleines Popgeräusch sind. Das ist ähnlich wie wenn du im Flugzeug fliegst und dir gehen irgendwann die Ohren zu wegen der Luftdruckveränderung, das finden wir dann auch hier, das ist also der Mensch reagiert da schneller auf diese Druckveränderung als ein technisches Gerät. Wir haben aber auch Drucksensoren, die würden dann Alarm geben. Und dann müssen wir jetzt natürlich auch das Loch suchen. Und das Loch finden wir mit einem Ultraschallsensor. Das heißt, erst einmal versuchen wir das Modul zu finden, wo das Loch ist. Das heißt, wir machen die Station in der Mitte eine Tür zu und dann sehen wir, ob links oder rechts der Druck weiterhin abfällt. Und dann unterteilen wir die Segmente immer weiter, bis wir dann nachher das eine Modul gefunden haben, wo wir wissen, hier ist ein Loch, hier fällt der Luftdruck ab und dann gehen wir mit unserem Ultraschallsensor hin und wir hören dann das Geräusch, so ein ganz kleines Summen ist das. Es ist nicht so schnell zu finden, aber das geht nur bei ganz kleinen Löchern. Wenn wir ein großes Loch hätten, dann hätten wir das verloren.